Okay, ich gebe zu. Das war jetzt mein Fail. Ich war halt der festen Überzeugung, dass wir nur mit Ruto diese Schalter betätigen können. Dass man eine Kiste auch nehmen könnte. Autsch. Daran habe ich nicht gedacht. Mein Fehler. I am to blame this time, not the game. Das war logisches Denken. Das hätte selbst ich hinbekommen müssen. Wow, was für ein Raum ist das denn hier? Was? Ja, ich weiß, Navi. Oh, ich höre eine Skulltula. Link, beziehungsweise Navi. Wärst du bitte so freundlich? Aha. Ah, mein Ohr juckt wieder. Ah, so. Ah, Gott, ey. Dieses Spiel, ne? Holy Macaroni. Lalalala. Echt jetzt? Echt jetzt? Then how the hell? The idea was nice. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass wir das so machen müssen. Und ich sehe gerade, da drüben ist der Bossraum. The idea was nice. Aha! Oh, 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 Kamera! Kamera, Kamera, Kamera! Oh Gott, sei nicht so ein Endboss wie in Kingdom Hearts 1. Oh, okay. Wir müssen also sowieso hier lang. Ab in den Bossraum. Dann gucken wir mal, wer uns hier erwartet. Ich meine, wahrscheinlich wissen es die meisten, aber... What the... Eklektizität. Ist das Jabu Jabus Herz? Marinade. Echt jetzt? Die Riesenqualle Marinade, benutze erst deinen Boomerang, um die Riesenqualle zu betäuben und schlage dann mit dem Schwert. Echt jetzt? Alter, ist das ein... Thank you.
Navi! Navi, please! Warum? Navi, warum visierst du so einen scheiß Quallenvieh an? Statt die Tentakel! Ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen Glück haben, dass ich durchkomme, oder? Was hast du jetzt zu sagen? Das versuche ich die ganze Zeit! Okay, das ergibt sogar Sinn. Ich will doch nur ein Heal! Ah, hier ist gar nichts drin. Cool. Gott! What? Ah. Jetzt verstehe ich, warum du die Tentakel nicht anvisiert hast, Navi. Jetzt habe ich's verstanden. Gimme that. Ruto, schön dich zu sehen, aber dein Blick ist irgendwie creepy. Ich meine, seht ihr das unten links da? Wo zur Hölle kommst du eigentlich auf einmal her? Okay. Du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Gott, das sieht so fucking creepy aus. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Hauen wir ab. Du mit deinem creepigen Aussehen. Und ich. Oh, das ist creepy! Oh Gott!
Hey, du! Du bist cool! Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Das ist creepy. Vor allem... Ist vielleicht... Ich hab's nur auf Fanarts gesehen, aber sind das da an den Seiten von ihrem Kopf wirklich Augen? Sind die das wirklich? Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Was möchtest du? Sag's mir! Ich möchte den Heiligen Stein, eigentlich nichts. Ich möchte natürlich den Heiligen Stein. Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Ei. Das erklärt viele Fanarts. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Okay, bye. Warum gehst du eigentlich so weit von mir weg? Und weg ist sie. Yeah. Ich find's geil, wie in Zelda die Items immer angebetet werden, wenn man sie bekommt. Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Cool. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Oh oh. Oh Gott, ja, ich... Ja, das sollten wir wirklich nicht tun. Wie kommen wir hier nochmal raus? Ah, ich glaube da, ne? Was? Nein, nicht tauchen. Hier gibt's nichts zu tauchen. Link. What the fuck? So, hier ist Jabu Jabu, ne? Könnten wir eigentlich in dein... Ja, du machst das Maul schon sauber, als ob wir zurückgehen könnten, wenn wir wollten. Fuck you, Jabu Jabu, fuck you. Ich hab Wichtigeres zu tun.